Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz oder euch ganz recht herzlich zum besonderen Anlass, mal anders, sage ich mal, den Abschluss des Stadtradelns bzw. die Preisübergabe, Pokalübergabe. Wir waren es ja aus der guten Tradition heraus gewohnt, auch einen kleinen Festakt draus zu machen, dass wir alle, die mitgeradelt sind, dann einladen, aber die Gründe dürften allgemein bekannt sein. Und umso mehr freut es mich, dass die wichtigsten Menschen heute, neben der Presse, die ich an der Stelle ganz recht herzlich begrüße, dass die da sind. Das ist einmal unser Stadtradelstar, logischerweise, der wirklich die ganze Zeit konsequent 14 Tage lang Wind, Wetter, Tag und Nacht aufs Auto verzichtet hat. 3 Wochen, ja. Aber was habe ich gesagt? 14. Nein, 3 Wochen. Ich hatte 2 Wochen. Nein, natürlich die 3 Wochen, 21 Tage. Und obendrauf noch wurde es dann auch geschafft, am Tag der Abschlussprüfung, sag ich mal, des letzten Tages, wo die Kilometer gerannt wurden, auch noch eine abgesteckte Strecke am langsamsten zu fahren. Das finde ich eh genial. Ist das ein E-Bike? Nee, ne? Das war ein anderes Fahrrad. Das? Ja, das war das. Weil ich war bei ein paar, die das versucht hatten, dabei. Das ist echt anstrengend, wenn man den E-Bike einen kleinen Stups gibt, dann geht es ja immer nach vorne. Und sage und schreibe, waren das über 45 Sekunden, ne? Die Strecke. Ich habe auch 48 Sekunden in Erinnerung. 48 Sekunden? Und 21. Also es war wahnsinnig. Also ich habe das dann einmal zu Hause aufgebaut auf gerader Strecke. Keine Chance. Stadtradeln 2021 unter besonderen Umständen, unter Corona-Bedingungen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass wieder so viele Teilnehmer zusammengekommen sind. 2020 nochmal erhöht werden. Und zwar wurden insgesamt 16.288 Kilometer gefahren. Das sind nochmal 500 Kilometer mehr als letztes Jahr. Dazu schon mal ganz recht herzlichen Glückwunsch. Super Leistung. Und ich möchte den Pokal gleich überreichen. Nein, ich möchte erst mal vortragen. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Pokale, um die Überleitung zu bekommen. Robert Hillikus hat das ja dankenswerterweise wieder in die Hand genommen als Organisator. Der hat die Fäden in die Hand gehabt, hat die Fragen beantwortet, hat die Daten eingetragen, hat sich um die Gravur der Pokale gekümmert, hat sich um die Besorgung der kleinen Präsente gekümmert. Also auch an dich ganz recht herzliches Dankeschön. Und ich hoffe, und die Frau Ewald war auch mit beteiligt. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr in gewohnter Form dann wieder durchführen können. Aber wenn du schon mal so einen kleinen Pokal in der Hand hast, bin ich nämlich ganz stolz. Erste Platz Stadtradeln 2021. Und ich bin froh, dass der amtierende Team-Captain und der zugehörige Second Coach Master of Disaster, Mike Lahr, dass die beide Team Odershausen heute hier vertreten sind. Und wie letztes Jahr geht der Pokal, erste Platz, wieder nach Odershausen, weil insgesamt, ja, sie alleine diese 16.288 Kilometer geradelt haben. Wieder 500 Kilometer mehr als letztes Jahr. Zu diesem ganz tollen Erfolg mit so einer Führung herzlichen Glückwunsch und ich denke mal, ihr werdet ein ehrendes Plätzchen wieder. Ja. Und der Team-Captain wollte dann auch, glaubt, den anderen einen ausgeben. Schönen Dank. Dankeschön. Ja, das machen wir noch. Ja, machen wir dann. Dann machen wir das zusammen. Na klar. Das E-Team, und da begrüße ich an der Stelle Michael Heumann ganz recht herzlich hier, also Odershausen, Mike Lahr und Sabrina Weich, Mike Lahr. Michael Heumann, E-Team. Das hört sich so fast wie A-Team an. Und er ist auch schnittig mit seinem kleinen Fahrrad unterwegs. Wenn du einen Schwenk machst, siehst du dieses flotte Kanülchen da auch. Das ist eins von mehreren, ja. Eins von mehreren. Was ist das für den Stadtverkehr? Hat immerhin 514 Kilometer pro Person erradelt. Und dazu auch ganz recht herzlichen Glückwunsch. Das sind nämlich sage und schreibe 100 Kilometer mehr pro Person als 2020. Ganz tolle Leistung. Mhm. Auch hierzu ein wunderschöner Pokal. Erste Platz Stadtradeln. Zweiter. Auch, ja. Ja, beide Teams haben hier einen Pokal verteilt. Ja. Und nächstes Jahr rechnen wir wieder mit euch. Ja. Okay. Nein? Danke. Doch, ja.
Nach dem dritten Mal gehört er uns, glaube ich, oder? Ja. Nach, der hat quasi gar nicht geschlafen, nur Fahrrad gefahren. Und er ist trotzdem super fit geblieben, sonnengebräunt. Also ich weiß nicht, wie er es macht. Und er war immer gut gelaunt, immer ein Lächeln, auf, egal wann und wo ich ihn gesehen habe. Er hat auch nicht geschwitzt. Ich glaube, das ist ein Roboter. Aber ist egal. Das ist gut verdeckt. Ja, vielen, vielen Dank für die Bereitschaft, das Stadtradeln als Lokalmatador vorneweg zu begleiten, als die Galionsfigur. Und wir dürfen auch, da haben Sie wieder was Schönes gefunden, als kleine Anerkennung und als kleines Dankeschön dieses sinnvolle und nützliche Zubehör fürs Fahrrad, Satteltasche, überreichen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch. Und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielleicht magst du noch was dazu sagen. Was ist das denn jetzt? Das ist für den langsamsten Fahrradfahrer bei Bildung. Ah, richtig. Ja. Nicht nur, dass er hier in drei Runden den Kopf behalten muss, ich habe es ja eben schon gehört. Ja. Der Langsamste kriegt nämlich auch was, weil langsam ist auch anstrengend. Deswegen dieser sehr sinnvolle, kleine, zusammenfaltbare Trinkbecher, wo man ja unsere köstlichen Heilquellen mit genießen kann. Und unser Bildunger Brettchen, damit man die Orientierung nicht verliert, wo man immer wieder zurückfahren muss, da kann man dann die Zwischenfester mit genießen. Auch dafür nochmal ganz tolle Leistung fürs langsamste Fahren. Also bin mal gespannt, wer das nächstes Jahr schlägt. Vielen Dank. Übung macht einen Meister. So sieht's aus. Möchtest du noch was sagen? Was war denn das Spannendste bei der Organisation oder die Herausforderung? Wie viele Teams insgesamt? Das Team Odershausen hat auf wesentlich mehr Personen motivieren können. Das, da kommt es ja auch drauf an. Auf dem Pokal ist die Plakette noch nicht drauf, weil nach unserer ersten Rechnung ein anderes Team gewonnen hätte, bis wir rausbekommen haben, dass eine Person für 12 Fahrer eingetragen haben. Okay. Und dann haben wir das neu dividiert und haben dann festgestellt, dass doch wieder das E-Team gewonnen hat. Die Plakette ist in der Mache und die wird natürlich nachgereicht.